Ja, schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute mal eine ganz andere Begrüßung, denn eine Idee ist mir bei der Holzproduktion gekommen. Und zwar sehe ich da immer relativ unerotisch und, sag ich mal, ungeschminkt. Und Klamotten ist auch nicht so der Hit, aber das braucht man da auch nicht. Abends nach getaner Arbeit haben wir uns einfach überlegt, weißt du was, lass uns schön essen gehen. Man könnte natürlich schön duschen, ungeschminkt gehen. Ich habe aber einfach diesen Look gezaubert mit ganz, ganz einfachen, tollen Produkten, ohne viel Aufwand. Und das Ganze machen wir jetzt einfach zusammen. Ich finde, mit ganz, ganz wenig Produkt kann man da echt viel rausholen. Ich war jetzt erstmal duschen, meine Haare erstmal so zack, zack durchgeföhnt. Die machen wir nachher noch. Und dann starten wir jetzt als allererstes mit der Lippenpflege. Da habe ich was ganz Tolles von Stylevana. Das habe ich dort in einem Paket bekommen. Das ist eigentlich eine Overnight Mask. Also was du dir über die Nacht drauf machen sollst. Ich nutze das aber auch gerne tagsüber, weil das ist so mega pflegend. Richtig, richtig klasse. Weiter geht's mit Eincremen. Teste ich im Moment ja die Urea Tagescreme vom Balea. Die Tagescreme gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist eine tolle Base für Make-up, für BB-Creams und so weiter oder auch einfach nur solo getragen, so wie ich es morgens gemacht habe. Die schön pflegen. Die Nachtpflege, da kommen wir nochmal zu, von Balea, ist nicht so mein Freund. Aber die Tagespflege finde ich richtig, richtig klasse. Und eine schöne Base ist einfach Voraussetzung, damit das Make-up auch gut aussieht. Weiter geht's mit einem schönen Primer. Den habe ich euch schon öfters mal gezeigt von Hypoallergenic, weil der ist einfach so mega feuchtigkeitsspendend und verleiht der Haut einfach so eine Frische und einen schönen Glow. Mag ich unglaublich gerne. Packe ich mir gerne unter jede Foundation einfach drunter. Finde ich ein ganz, ganz tolles, günstiges Produkt, wenn du Glück hast. Befindet sich das in deiner Drogerie? Bei uns leider nicht. Ich musste mir das Ganze bestellen bei Douglas, aber als Base nicht zu toppen. Jetzt geht's weiter mit einem Concealer. Den hatte ich mal in einem Tauschpaket drin. Und zwar ist der von Catrice, dieser True Skin. Farbton habe ich hier eingeblendet. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Concealer, wo ich richtig, richtig gut mit zurechtkomme. Und ich mache da wirklich immer nur so die Augenaußenwinkel, wo ein Schatten ist, und die Augeninnenwinkel. Und das langt mir eigentlich, um das einfach aufzuhellen. Denn wenn es aufgehellt ist, sieht es einfach wunderbar fresh aus und man sieht gleich, als hättest du das ganze Holz gar nicht verarbeitet heute und siehst richtig fresh damit aus. Nächstes Produkt ist die Rival de Loop, also das Kollagen-Make-up. Ganz mittlere Deckkraft, würde ich sagen, kann es aber auch aufbauen. Ich will gar nicht so viel Schickimicki da heute Abend machen. Ich möchte einfach nur für mich selber, für meinen Mann, einfach nur ein bisschen fresher aussehen, weil der hat den ganzen Tag ja auch auf so eine Trümmerlotte geguckt, ne, beim Holzmachen, ne. Deshalb für mich und für meinen Mann einfach die Mühe machen, trotz dass man kaputt ist und nochmal essen gehen will, nochmal einfach ein bisschen auffreshen. Ich will da, wie gesagt, kein Full-Coverage-deckendes Make-up haben, sondern einfach nur Rötungen, unruhige Haut einfach nur ausgleichen. Und da finde ich die richtig, richtig gut. Und die ist auch sehr, sehr pflegend. Die riecht auch richtig gut. Und die fühlt sich einfach an wie eine Creme auf der Haut. Lässt sich gut verteilen. Finde ich ein Top-Produkt aus der Drogerie. Vom Preis reden wir gar nicht. Vom Preis reden wir hier auch gar nicht. Trended Up für ganz mini Geld. So ein 0815 farbloses Puder. Weil ich möchte einfach nur in der T-Zone ganz einfach diesen Glanz einfach wegnehmen. Ich mag Glow gerne, ne, so auf der Wangenpartie und wie auch immer oder so, ne. Aber in der T-Zone geht das für mich gar nicht. Das ist auch so ein günstig Produkt, kannst du für alles nehmen, finde ich einfach Weltklasse. Ich finde allein schon mit Make-up und so und ein bisschen Tüdelkram siehst du schon gleich viel fresher aus. Was ich auch mal in einem Tauschpaket drin hatte, ich glaube vom Belladonna, ist dieser Catrice Bronzer. Du musst natürlich also diesen nehmen. Ich habe jetzt einfach bewusst einen helleren gewählt, weil ich möchte nicht großartig irgendwie, dass das so zu sehen ist oder Kontur. Ich möchte einfach nur ein bisschen Frische, so leichte Kontur und einfach nur ein bisschen Bräune.
auf meiner doch immer noch Frischkäsehaut. Ich finde, das macht immer so ein bisschen Schatten, ein bisschen Licht im Gesicht und Bronzer unverzichtbar. Auch unverzichtbar seit einiger Zeit dieser Altera Carrot Cake Blush. Eigentlich ist es ein Blush, aber ich finde, oder ich habe für mich entdeckt, wenn ich mir den einfach über das ganze Gesicht so ganz leicht drüber mache, der verleiht nochmal so ein bisschen Farbe, hat so ein ganz bisschen Glow drinne und so eine ganz apartige Farbe. Also wenn, das war eine LA, ne? Wenn du das noch kriegen solltest, dann zieh dir das Ding auf jeden Fall. Weil das, ich kann das nicht beschreiben. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Es macht so super fresh, genauso wie das von Avon, das 3D Matte Blush. Da tupfe ich wirklich nur, weil das eine mega Farbabgabe hat. Tupfe ich einfach nur so ein bisschen so auf die Wangen, so auf die höchsten Punkt meiner Wange, um einfach nur ein bisschen fresher zu haben. Das gibt es nicht immer bei Avon, sondern immer so ab und zu mal im Katalog drinne. Und wenn es da mal drin ist, solltest du dir das auch holen, weil das richtig mega ist. Dann wie immer mein großer Pinsel und dann gehe ich einfach über die ganze Geschichte drüber, damit da keine Kanten sind oder das nicht hart aussieht, sondern dass das einfach schön alles miteinander verschmilzt und so eine Einheit und einen schönen Tör gibt. Also großer Pinsel ist für mich immer dabei. Dann geht es eigentlich für mich weiter mit den Augenbrauen. Ich habe hier, glaube ich, von Rival de Lupenstift oder Trended Up oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Und beim Pinseln oder beim Ausfegen war noch alles gut. Und wie ich die Mine rausdrehen wollte, dachte ich, oh, die ist überhaupt bös kurz, ne? Weil die brechen ja immer gerne mal ab, ne? Und beim Malen, eigentlich hätte ich jetzt schon merken müssen, das wird nichts, Mäuschen. Das wird nichts. Weil die Mine halt alle war. Naja, gut, okay. Ich habe ja genug andere Produkte dort. Der versuche ich tatsächlich nochmal, ne? Merkst du das selber, das wird nichts, ne? Also habe ich umgestiegen aus dem großen Glas mit den ganzen Augenbrauenprodukten, den hier von Essence. Das ist eigentlich so ein bisschen wachsartiger Stift für die Augenbrauen, aber den finde ich eigentlich ganz okay, bis auf die Bürste. Die ist viel zu groß für meine drei Haare da oben. Aber finde ich im Grunde genommen, ist es ein tolles Produkt. Ich will ja nicht da, was weiß ich, kreieren, sondern ich möchte einfach nur meine Augenbrauen betonen, weil ich finde, macht es. Macht das, ist ein kleiner Schritt, aber sieht man hier, macht echt eine Menge aus und bringt den ganz anderen Ausdruck ins Gesicht. Ja, einmal Fixing Spray über die Sache drüber, damit das alles so ein bisschen nicht pudrig aussieht, sondern einfach so, als wärst du so gerade aus der Dusche gesprungen und es läuft, ne? Ich finde, es muss nicht immer so der großartige Glamour-Look sein, sondern einfach so ein paar Kleinigkeiten. Und ich finde, das sieht doch schon am Welten fresher aus als Mutti vor der Dusche und vor dem ganzen kleinen Gezedere. Völlig in Ordnung. Dann schnappe ich mir einfach nochmal den Bronzer, weil ich will da jetzt auch keinen wilden Look auf den Augen kreieren mit allem Pipapo, sondern so eine 0815-Nummer ist wirklich eigentlich immer den Bronzer, den ich eh auf dem Gesicht habe. Oder irgendeine Palette, wo ein Braunton drin ist. Ich möchte einfach nur einen ganz, ganz leichten Schatten eigentlich so auf meinen Augenlidern oder um die Augen rum einfach setzen. Und da fand ich den Bronzer jetzt völlig okay. Also man sieht es, es ist minimal, aber ich finde, das macht schon einen Unterschied, ne? Ob man es jetzt einfach so lässt oder einen kleinen Schatten setzt. Ne? Es sind immer die Kleinigkeiten im Leben. Hier auch ein Mega-Produkt aus so günstig von Trended Up. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich für diese hier entschieden und hell mir einfach ein bisschen so den Augeninnenwinkel auf. Mit Concealer habe ich da ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Und das hat so einen ganz leichten Schein, also einen ganz leichten Glitzer. Hinten mache ich das gleiche auch nochmal so. Das ist ein ganz tolles Produkt, kannst du selbst als Highlighter nehmen. Und ich finde, selbst dieser kleine Schritt, ich ziehe das auch wirklich so, mach mir das komplett jetzt einfach mal übers Augenlid drüber. Selbst wenn du nur den Augenwinkel aufhältst, ne? Oder wie ich jetzt so, das bewegliche Augenlid. Ich finde, das öffnet das Auge ungemein. Und wenn du das Ganze mit den Fingern aufträgst, ich habe das jetzt vorher mit dem Pinsel gemacht, dann ist das natürlich noch intensiver. Und ich finde das so bei Schlupfliedern, gerade da, wo man das bewegliche Lid nicht mehr so wirklich sieht, ist das immer so ein kleines Goldteil. Ne? Kannst auch jeden anderen nehmen, aber den fand ich jetzt ganz gut. So, denn der Schritt, der nicht sein muss,
Aber ich habe es jetzt ganz einfach gemacht. Nimm einen weichen, er muss weich sein und geh wirklich auf die obere Wasserlinie, was einen ja immer die Augen zum Tränen bringt. Aber auch hier kleines Teil mit ganz, ganz großer Wirkung. Hier auch ein Nicht-Muss, aber ich muss immer was am unteren Wimpernkranz haben. Und da habe ich hier so 0815 Kajalstift Oldschool zum Anspitzen von Avon. Ich habe den jetzt nicht in Schwarz genommen, sondern einfach in einem Braun. Ne? Also ich finde, Schwarz ist doch immer sehr hart. Braun finde ich da völlig in Ordnung. Und das Ganze softe ich mir und verwuschel ich mir einfach mit einem schmalen Pinsel und habe dann ganz einfach den Bronzer genommen. Kannst du auch einen ganz normalen, sag ich mal, braunen Lidschatten oder was weiß ich, was du da gerade so hast. Für mich war jetzt der Bronzer da. Und ich finde, das ist immer so ein kleiner Strich, so bei meinem Auge. Aber das macht eine Menge aus. Was natürlich auch auf keinen Fall fehlen darf, ist Mascara. Die finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich habe ja eine ganze Menge und ich teste immer mal wieder alle so durch. Die ist richtig, richtig gut. Echt Mini-Geld. Kannst nicht übersehen auf deinem Schminktisch, weil die Farbe sehr aggressiv ist. Die Bürste gefällt mir gut, kann ich gut mit um, bei meinen kleinen Seelucken läuft, hält, macht schön schwarz, alles super. Wimperntuschen ist auch immer, wie gesagt, ein Muss, weil ich zeige das gleich nochmal. Es ist ein Unterschied. Es öffnet dein Auge, macht dein Auge um Welten größer, wenn du einfach deine Wimpern tuscht, mit Primer oder Primer, egal. Schönen Lippenstift drauf, das ist ja mein absoluter Liebling hier. Darüber gibt es auch den nächsten Video. Und dann style ich mir einfach ein bisschen meine Haare. Und das Ganze, was wir hier jetzt so gemacht haben, das waren für mich vielleicht eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Aber ich finde, das sind einfach Welten dazwischen. Wirklich Welten. Ich könnte meine Haare jetzt auch so lassen, aber ich mag es immer nicht so ordentlich auf dem Kopf, sondern wuschel mir das alles immer ein bisschen zurecht. Und diese Brisk-Creme, das war ein von euch, oder ich hatte euch gefragt, was nutzt ihr so rumgesagt? Und dieses Brisk-Zeugs, das finde ich gut, weil da brauchst du, das hält wie Bombe. Drück dich doch nicht so kompliziert aus, du brauchst kein Haarspray. Du brauchst kein Haarspray, wenn du einen vernünftigen Haarschnitt hast. Und dann hält es ohne Haarspray, finde ich ein ganz tolles Zeugs. Verklebt deine Haare nicht und dann wuschel ich mir das immer so zurecht, bis es für mich ganz einfach passt. So ein bisschen Schmuck angelegt und das war's dann auch. Der ist übrigens von Avon. Den gibt's auch demnächst hier zu gewinnen bei der 4000 Abonnentenverlosung. Ja, ich finde, minimaler Einsatz, maximales Ergebnis. Das war jetzt echt nichts Weltbewegendes, nichts mit groß Aufriss oder was weiß ich oder so. Aber ich finde, das sind doch Welten zu heute Morgen. Ne? Man sieht nicht mehr so frischkäsemäßig aus, Augen ein bisschen betont, sieht hell, nett, freundlich aus. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich finde, man muss da gar nicht irgendwie so eine Lebensgeschichte so auf den Augen mit Lidschatten oder was weiß ich machen. Es sind die Kleinigkeiten. So sieht's mit Brille aus. Wir hatten einen wunderschönen Abend, haben viel geschafft an dem Tag. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, reiß den Daumen nach oben, hau einen Kommentar rein. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte spätestens jetzt am Ende des Videos nach. Denn so kann ich ganz einfach sehen, dass dir dieser Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt. Und ich freue mich da immer wieder drüber, so diese Vorher-Nachher-Vergleiche. Ne? Ich finde, da liegen Welten zwischen. Es sieht fast aus, als wären es zwei verschiedene Frauen. Ne? Heute Morgen so Working Woman und heute Abend ne, die nette Mutti, die gut aussieht. Hier nochmal alle Produkte im Überblick, dass du sie einfach nochmal anschauen kannst, Entschuldigung. Und dann hören wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Ciao Kakao, tschüss aus Kiel und habt einen wunderschönen Tag.